Ups. Tag, keine Ahnung, auf unserer Baustelle. Sarah ist leider jetzt nicht da, der geht's nicht so gut. Die ist heute zu Hause geblieben. Die wird morgen wieder dabei sein. Die weiß immer, welcher Tag ist. Auf jeden Fall haben wir Montag. Und ich denke, es sind ungefähr 4 Wochen jetzt oder genau 4 Wochen, wo wir angefangen haben mit Bauen. Also ist 4 Wochen her. Ja, Zisterne ist soweit von außen fertig. Wir müssen natürlich noch hier, hier kommt jetzt natürlich noch hochgemauert. Also so ein bisschen, so einen halben Meter, Meter. Und ein Deckel drauf am Ende. Das ist sozusagen die Revisionsluke. Hat hier ungefähr 70 cm Durchmesser. Man hört schon, es hallt da unten gewaltig. Jetzt ist das natürlich nur ein schwarzes Loch. Ich glaube, man sieht nichts. Ich muss morgen unbedingt mal eine Lampe mitbringen. Dann kann ich auch mal da drin filmen, weil das Ding ist jetzt verputzt worden von innen. Und mit so einem Quast hier. Hier liegt der Quast, mit dem das Ganze angestrichen wurde. Also mit purem Zement und Wasser wird das Ganze angestrichen. Damit am Ende halt noch mal eine Wasserdichtigkeit gegeben ist. So, Pozzo Negro wird jetzt die Tage auch weitergemacht. Also die Arbeiter haben schon gesagt, morgen früh wollen sie den Fußboden in der Zisterne fertig haben. Also da kommt jetzt noch mal 10-15 cm Beton drauf zu dem zusätzlichen Fundament, was ja so oder so schon drin ist. Und sie sagten, da unten in dem Loch war heute total heiß, weil da kein Lüftchen geht. Deswegen wollen sie morgen früh, wenn es noch kühl ist, die Zisterne abschließen. Und dann wollen sie hier am Pozzo Negro weiterarbeiten, weil da kommt dann doch schon ein bisschen mehr Luft dran. Ja, ich war auch nicht untätig. Ich habe mir hier meine mobile Werkstatt eingerichtet. Hier so ein bisschen eine Werkbank hier auf der Ladefläche gemacht. Ich habe das meiste schon weggeräumt. Ich bin ja kurz vorm Wegfahren. Die Sarah vermisst mich bestimmt schon. Ja, und hier hinten habe ich dann geschweißt. Ich habe mir den Anhänger hier hingeholt. Der stand ja erst da hinten, aber bis dahin hat mein Stromkabel nicht gereicht. Deswegen habe ich ihn mir hier hingeholt. Die Kopfplatten sind jetzt alle hier schon festgepunktet. Die sind alle soweit fertig. Die hatte ich vorhin geschnitten. Jo, an 4 Trägern sind die Kopfplatten dann schon angeschweißt. Die beiden Träger hier sind noch ein bisschen kurz. Die werde ich dann morgen noch verlängern. Da habe ich ja noch Stücke. Eigentlich habe ich jetzt irgendwie auch noch einen Träger zu viel. Da muss ich zu Hause nochmal genau nachgucken, woran das liegt. Ansonsten war es das. Ja, die Rohre und alles, das war ja letzte Woche schon da. Ja, und wie es in der Zisterne aussieht, das seht ihr dann im nächsten Video. Machen wir es ein bisschen spannend. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Zuleitung. Hier kommt das Wasser dann später in die Zisterne rein. Und ich glaube, man konnte vorhin schon sehen, da kommt das Ganze dann... Da kommt das Ganze dann wieder an. Tag 31 auf unserer Baustelle. 2 Tage, nachdem ich versprochen habe, mich hier aus der Zisterne zu melden. Aber wie ihr seht, die Jungs haben die zugemacht. Wir werden die auch jetzt mal zumachen. Heute ist ja der freie Tag, also Feiertag hier in Paraguay, der 8. Dezember. Ganz hoher Feiertag, wo auch diese große Wallfahrt an die Basilika in Kakupé stattfindet. Dementsprechend wird heute hier nicht gearbeitet. Wie man sieht, ist hier nichts los auf der Baustelle. Hier der Arbeiter, der auch hier für die Sicherheit zuständig ist, der schläft zwar hier, ist auch da. Haben gerade schon ein bisschen mit ihm gequatscht. Aber er hat ja heute auch seinen freien Tag. Wollen wir ihn nicht groß stören. So, was ist gestern hier passiert? Wir waren morgens früh hier. Ja, da hat Sarah hier kräftig gestrichen, ne? Genau, der Sockel, der ist fertig gestrichen. Der hier ist halb fertig. Leider ging es mir gestern nicht so gut, deswegen mussten wir abbrechen und nach Hause. Deswegen bin ich auch schuld, dass es von gestern kein Video gibt. Genau, aber weil eigentlich wollten wir mittags nämlich noch ein Video machen. Genau, wir wollten auch eigentlich noch viel mehr schaffen gestern, aber sind leider... gesundheitliche Sachen dazwischen gekommen. Ja, die Zisterne ist gestern von innen drin fertiggestellt worden und danach sind die Jungs ja hier an den Pozzo Negro gegangen, wo sie dann noch ein bisschen bessere Luft haben. In der Zisterne scheint es wohl sehr stickig zu sein, so wie die sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier von den Lichtverhältnissen sieht. Da sind sie dann auch schon relativ hoch gekommen. Martin versucht sein Glück nochmal im Untergrund. Das sieht hier so ein bisschen wackelig aus, steht auch ein bisschen steil. Ja, du kannst sie gleich mal woanders hinstellen, weil da bricht der Boden weg. Bin also halt angekommen hier unten. Hier sind dann halt schon ein paar Reihen hochgemauert.
Die einzelnen Kammern sind jetzt schon klar zu erkennen. Gehen wir einmal hier bis zum Ende. Hier werden wir ungefähr so einen Meter, 80 cm, 1 Meter haben. Und nach hinten die andere Hecke auch, ungefähr 80 cm. Ja, die Zwischenmauern sind noch nicht so hoch. 1, 2, 3, 4, 4, 5 Steine. Aber ich denke mal, wenn die Jungs morgen weitermachen, wird die Kammer am Abend, morgen Abend schon ganz anders aussehen. Ja, wir haben heute noch mal den Tag auch noch ein bisschen genutzt, damit ich mich noch mal erholen kann. Martin hat dann noch versucht, ein paar Videos zu schneiden, weil irgendwie kommen wir hier echt nicht hinterher mit den Videos. Ja, und wie es weitergeht, seht ihr dann eigentlich morgen. Genau, also hier gibt es nicht mehr viel zu sehen. Da vorne, ja, neben dem Auto, rechts neben dem Auto, wo ich jetzt drauf zugehe, ist noch mal ein Steinstapel gekommen. Der kam auch gestern. Das ist jetzt die letzte Fuhre, die wir erstmal brauchen, um jetzt die Abwassergrube fertig zu mauern. Und im Anschluss die Sockel, wo dann die Fundamente drauf kommen für die Häuser. Ja, dafür sind die Steine gedacht. Jo, das war es eigentlich für heute und wir melden uns dann morgen wieder. Da wird sicherlich wieder einiges passieren, denn dann wird auch wieder gearbeitet. Hier haben wir mal den Vergleich zu unserer gemauerten Zisterne. Das sind solche Zisternen hier aus Glasfaser. Die gibt es einmal zum Einsetzen auch im Boden. Wir haben hier verschiedene Fassungsvermögen, 35.000 Liter, 45.000, 25.000. Da sogar 66.000, die ist natürlich schon gigantisch. Also die gibt es in allen möglichen Varianten. Hier nochmal eine Variante, da ist der so liegend gelagert für über die Erde. Also die müssen nicht zwangsläufig in die Erde. Alle sind auch gar nicht dafür geeignet, die in die Erde zu packen. Ja, und mit diesem 35.000 Liter Tank hat man dann ungefähr so die Vorstellung, wie unsere gemauerte Zisterne da im Boden aussieht. Und hier hat man nochmal einen schönen Blick auf so einen Tank, so einen Hochtank, wo das Wasser dann hochgepumpt wird. Dann ist dann halt oben in dem Behälter Wasser drin, der dann für den nötigen Wasserdruck sorgt. Da im Hintergrund sieht man dann, wie das Ganze in Funktion aussieht. Da steht er nämlich, oder ist so einer aufgestellt, der im Betrieb ist. Martin flext gerade die Pfosten, damit wir eine saubere Verbindung haben, wenn er sie schweißt. Weil sonst ist die Haftung wohl nicht gegeben, also sonst hält das nicht richtig. Aber dann lassen wir ihn mal machen, ne? So, und jetzt ist er schon so weit, dass er die verschweißen kann. Der hat die schon angepunktet sogar. Ich habe die schon angepunktet. Wann machst du das? Ich stand daneben. Die Arbeiter haben uns gerade gesagt, die setzen heute hier regulär wären es 4 Pfosten. Der dritte passt leider nicht, weil die Zisterne im Weg ist. Da müssen wir oben rum eine Verbindung schaffen. Ich denke mal, das wird irgendwie hinhauen. Und im Postenego sind sie auch schon weiter. Mehr ist jetzt noch nicht. Aber wir sollen gleich schon Wasser holen, damit wir die Zisterne, ich glaube 1000 Liter, damit die Zisterne erstmal schwitzen kann. Und 1000 Liter für rundherum. Heute ist Tag 32 und ich habe den restlichen Sockelpfosten gestrichen. Und den anderen habe ich auch schon angefangen. Den werde ich dann auch bald irgendwann weitermachen. Und Martin ist da am Anhänger darin. Wir pumpen mal wieder 1000 Liter Wasser hier durch die Gegend. Und zwar diesmal direkt in unsere Zisterne. Die ersten 1000 Liter plätschern da jetzt rein. Die ist hier abgedeckt. Ja, man sieht nichts. Die ist abgedeckt halt, weil da drin muss es immer feucht sein. Deswegen kommen da jetzt auch die 1000 Liter rein. Die 1000 Liter sorgen dafür, dass da irgendwo immer Schwitzwasser an der Wand ist. Das ist ganz wichtig, damit die nicht austrocknet, sonst geht die kaputt. Hier diesen Kreis ringsrum, den werden wir nachher auch nochmal mit 1000 Liter wässern, damit auch von außen eine gewisse Feuchtigkeit da ist. Hier sieht man jetzt, oder sieht man nicht, die Angelschnur ist schon gezogen, also diese Maurerschnur hier ist gezogen, weil hier sollen gleich die nächsten Pfosten noch gesetzt werden fürs Dach.
Die Abwassergrube nimmt auch Gestalt an. Die ist jetzt schon na gut die Hälfte hochgemauert, würde ich sagen. Dauert nicht mehr lange und die Grube ist einsetzbar. Ich habe mir jetzt doch die Lampe geholt und die Zisterne aufgemacht. Ich will doch einmal reinschauen und einmal reinfilmen, wie es bei der ersten Befüllung so aussieht. Martin Rieska die Zisterne. Und da war so ein Riesenvieh. Hä? Okay. Oh. Ja, das ist da drauf. Ja, stimmt. Jetzt kriege ich ein Gewicht, oder? Nein. Leichtmeiner miterlebt. Hier wird gerade live ein Posten gesetzt. Richtig schön mit Wasserwaage, mit unten angezeichnet, mit Höhe. Und, wer guckt zu? Martin. Nein, Spaß. Er hat ja gerade schon die Zisterne gegossen. Ja, immerhin, das muss reichen, ne? Ja.